Yo, servus Leute! Grüß dich und schwimm dich an über die Mauskissen mit Dorfladü! Gute Nachrichten, ich habe eine neue Kamera! Ja, und ich habe heute ein bisschen den Chill-Out-Look an. Den We're Chilling the Motherfuckers. Den Chill-Out-Look an. Und zwar folgendes: Es ist eine neue Bluetooth angekommen. Aber es ist doch eine ganz gute Nachricht. Die ganz gute Nachricht ist, ich habe eine neue Kamera. Und ohne Scheiß, man, ich kann mit der mehr filmen wie je zuvor. Also. Erbe geht vorne, die ganzen Festivals steht nichts mehr im Weg. Es sei denn, die Kamera wird geklaut, was ich natürlich nicht hoffe, aber ich denke, die Kamera wird geklaut. Also, ich denke, auf jeden Fall habe ich eine neue Kamera. Endlich keine scheiß Handyqualität mehr. Endlich volle 1080, bla bla bla. Pics in einer Sekunde. Ich habe auch keine Haare heute gemacht, weil ich bin den ganzen Tag schon unterwegs und muss geschäftliche Dinge erledigen. Scheißendreck, ich weiß. Ja, wie gesagt, kurzer Sprint, kurzer Sinn. Fangen wir an, Blutchest. Wie jeden Monat. Ich würde sagen, wir packen mal aus, ne? Ach, scheiß drauf, wieder Kind, ne? Ha! Schere! Mach was leer! Ja, ein bisschen länger Regel hat zum Arschkratzen, da geht das schon. Oh, Joachim Löster, ey. So, gut jetzt mit den dummen Witzen. So, dann gucken wir mal ein, ja. Was als erstes mit dem Spiel kommt, ist das Luches-Buch. Jeder kennt Luches, jeder liebt es. Wow, und das erste, was mir in die Fresse knallt, ist von Zelda. Zelda! Linksglas, Linksglas, Linksglas. Er legt schon die Packung, finde ich voll geil. Na, die Packung, die türmt mich schon so ein bisschen an, so ein bisschen. Wow. Das muss Haufen Arbeit gekostet haben im Design. Auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Aber hier oben, das ist schon wieder ekelhaft. Sind Schmiersporen dran. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht in der Kamera. Hier oben sind Schmiersporen dran. Das ist schon wieder ein bisschen eklig. Aber auf jeden Fall, das Glas ist echt top. Das ist von Paladon. Paladon Products. LTD Unit C1 C2 Dolphin Way. Sherry, Mahari, Hoya, Haya. Made in China. Naja, wo noch sonst her. So, das Glas, wie gesagt. So, was haben wir noch drin? Ein 200-Teile-Puzzle von die Tribute von Pane Mockingjay Teil 2. Mensch, soll das nicht was für meine Freundin ist? Wir sind ja voll die Mockingjay-Fans. Ja, aber jede DVD sogar. Jede DVD. Also das ist so definitiv was für meine Freundin sein und mir. Wir haben uns sogar an die Wand dann hängen, wenn wir uns gepuzzelt haben, weiß ich jetzt schon. Weil das ist sowas. So ist es geil. Davon könnt ihr mehr reinschmeißen, Luches. So, gucken wir mal weiter. Ein Lollipop von Monsteriös. Und Chupa Chups. Nee, Monsteriös ist bloß der Lolli. Mit einem gelben Glubschi. Der Lüschisch. Sehr süß. Dann eine Marvel Actionfigur. Marvel. Ich kann nicht abwarten, ich muss es aufmachen, Leute. Eine von den ganzen Figuren habe ich drin. Bin gespannt, welche. Ich wette, ich kann Wetten abschließen, ich wette, ich habe ihn. Also ich finde das schon geil, wenn Thor drin wäre oder Deadpool, finde ich echt geil. Oder... Naja, das reißt mich nie so weg. Spar's einfach mal auf. Kann nur Stunden handeln. Man muss ja alle 20.000 Mal verschweißen. Oder die Poppel, ich kann es im ekligen Mund. Ein bisschen viel im Mund. Leider kann man die Box nicht mehr verschließen. Ich muss sie leider aufreißen. Wie bescheuert ist das denn schon wieder, ey? Wie bescheuert ist das denn schon wieder? Auf jeden Fall, so sieht es drin aus. Mach's mal auf. Oh, was ist denn das, Alter? Was ist denn das für ein Freak, ey? Also die dahinter steht, von denen gibt es bloß 2 von 24. Ja, den habe ich halt drinne. Das ist eine Funko Pop Wackelkopffigur. Keine Ahnung, wer das ist. Ich denke mal, es wird eine Frau sein oder ein Kerl mit langen Haaren oder sowas. Auf jeden Fall, naja, geht schon. Kommen wir echt mit in die Gewinnspielbox rein. Und dann ein Doom-Sticker. Doom, the multiple motherfuckers in the house of three. Kam jetzt ohne neuer Teil raus von Doom. Und ein T-Shirt. Oh! Ist das nicht sweet, Baby? In der Größe L. Das werde ich noch nicht auspacken.
Teil. Das werde ich wahrscheinlich verschenken. Und jetzt kommt das letzte in der Box. Ein Star Wars R2-D2 Tütchen! Ein Jutebeutel. Judenbeutel. Ja, auch ganz schick eigentlich. Aber der Aufdruck, der wird garantiert nach dem Waschen irgendwann weggehen. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Weiß ist es. Ein schönes Weiß, du. Kann man doch perfekt als Tarnbeutel viel zu hässliche Menschen nehmen. Wie zum Beispiel mich, weil ich habe ja momentan hier übelsten Pickel hier. Übelsten Pickel, Alter! Ja, und das war's schon. Das war die diesjährige Ausgabe. Die monatliche Ausgabe von Luchest. Machen wir mal das Buch auf. So, guck mal, das Buch rein. Lach- und Sachgeschichten heute. Oh. Hier haben wir das T-Shirt. Das T-Shirt ist ein Zelda-Avatar und liegt bei 15 Euro. Gut, würde ich jetzt nicht unbedingt das geben, ist nicht so mein Fall, das T-Shirt, aber okay. Das Last 11 Euro. Scheiß Lollipop, der nervt. Das Last ist 10 Euro. Muss ich zugeben, für den Preis, so lala, auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Last vom künstlerischen Akt her Menge Arbeit gekostet hat. Dann die Doom-Aufkleber, Doom-Vinyl-Sticker, 4 Euro. Ja gut, Stickers, damit habe ich keine Ahnung. Das Puzzle von Tribute von Panem, auch 10 Euro. Hierbei glaube ich sogar, dass es sogar hinter einen Kampf im Preis, weil dass diese ganzen Filmdinger sind, die sind arschteuer als Puzzle. Arschteuer. Ich wollte mir jetzt mal ein Minion-Puzzle kaufen. Ein kleines für, ich glaube, 100 Teile oder so, oder 300 oder so. Und dann wollten die sagen und schreiben, 20 Euro, Alter. Ich habe gesagt, vergiss es. So, dann der R2-D2-Beutel. Für 10 Euro. Gut, finde ich schon wieder so ein bisschen übertrieben für so einen Beutel. Aber ich weiß auch nicht, ob es eine Sonderanfertigung ist. Ja, dann der Lollipop. Der Lollipop, die Chupatus mit Gruselfaktor, denn in der Mitte der leckeren Lollis steckt ein Auge mit Zitronengeschmack, welches beim Lecken Schlecken die Farbe verändert. Tatsächlich, guck mal, es war erst gelb, jetzt ist es rot. Wahnsinn. So, die Marvel-Figur, die ist nur in der Plus, die habe ich ja. Und da haben wir drinne für 11 Euro eine Marvel-Figur. Ja gut, bin jetzt nicht so der Marvel-Figur-Fan. Ich hätte mir eher eine andere Figur gewünscht, hätte ich sie verhalten, aber na gut. Somit habt ihr was vielleicht wahrscheinlich wieder für die Gewinnbox. Nicht vergessen, bevor ich es vergesse, bis zum 30. Juni läuft das Gewinnspiel noch auf meiner Facebook-Fanseite von den zwei Boxen hier drüben. Also nicht die Lautsprecherbox, sondern die. Ich habe den Inhalt gepostet mit auf Facebook und da könnt ihr genau reingucken, was da drin ist und welche Box ihr wollt. Versucht euer Glück, bis jetzt sind es um die 16, 17, 18, 19 Teilnehmer bis jetzt. Vielleicht wird es noch mehr, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Und das Zufall entscheidet dann am 30. Juni, wer gezogen wird. Befolgt einfach die Regeln auf meiner Facebook-Seite, in Klammern Longtime Mixer, und schon seid ihr mit drin im Lostopf und könnt ein kleines Loot-Paket gewinnen, von mir selbst zusammengestellt. Ein Wahnsinn! Plus 3 Autogrammkarten von mir natürlich. Ein bisschen Werbung. Nee, Spaß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Unboxing. Ein bisschen freaky Schweber. Ne? Und Gott sei Dank endlich eine richtige Kamera, Alter. Scheiße, die waren dran, ey. Hab ich die hier braucht, ey. Ja, ansonsten war es von meiner Seite aus und warten jetzt ab bis Loot Raider und jo, ansonsten, ja, war's das. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen wieder gesehen, was da ist, wahrscheinlich in der Gewinnspiel drin ist. Der Lollipop schmeckt scheiße. Alles klar, haut rein, tschüssi!